Guten Abend. Von offline zu online. Wie geht Digitalisierung im Alter? Das ist wahrlich eine große Frage und sie braucht viele Antworten. Heute wollen wir einige gemeinsam finden. Sie haben den Schritt von off zu on ja schon gemacht. Sie sitzen an Ihren Geräten zu Hause oder vielleicht sind Sie auch unterwegs. Schön, dass Sie dabei sind. Ich freue mich. Ich freue mich auch ganz besonders über unsere Akteurinnen des heutigen Abends. Das sind Cordula Enter, Dagmar Hirche und Annalena Hosenfeld. Sie werden viel zu dieser Frage, zur Beantwortung dieser Frage beisteuern. Und ich freue mich über unseren Moderator Johannes Büchs, der gleich das Wort ergreifen wird. Vielen Dank schon mal Ihnen allen für diese Beiträge. Ich bin Susanne Kutz und leite den Bereich Alter und Demografie in der Körperstiftung. Vorbereitet hat diesen Abend meine Kollegin Katharina Römer, die in der Körperstiftung sich seit Jahren mit dem Thema digitale Teilhabe im Alter beschäftigt. Und ebenso lange macht sie uns, den Kollegen und auch allen darüber hinaus deutlich, Digitalisierung und Alter brauchen unsere besondere Aufmerksamkeit. Warum? Digitalisierung hat doch gerade im letzten Jahr in so vielen Bereichen unseres Lebens Einzug gehalten. Wir informieren uns nicht nur über Internet, wir Netflixen nicht nur, wir vereinbaren sämtliche Termine, wir halten mittlerweile zu unseren Freunden und Familien Kontakt über digitale Medien. Wir wickeln, wenn wir Glück haben, auch sogar Behördengänge ab und lassen uns, vielleicht manche von uns sogar per Video vom Arzt beraten. Ja, das sind viele, die das machen. Wir sind viele, aber wir sind längst nicht alle. 9 Millionen ältere Ü69 sind nicht online. Diese Offliner sind weder mit digitalen Geräten noch mit einem Internetanschluss ausgestattet und sie verfügen über wenige oder keine digitalen Kompetenzen. Besonders hart trifft es diejenigen, die dann auch in Familie und häuslichem Umfeld niemanden haben, der ihnen helfen kann, der ihnen den Zugang zur digitalen Welt öffnet. Und dann gibt es in dieser Gruppe auch noch sehr viele, denen das Geld fehlt, die sich weder ein Gerät anschaffen können, noch sich das WLAN leisten. Und wenn das alles zusammenkommt, dann wird es wirklich brenzlig. Und die Corona-Pandemie hat zudem die Situation für die Offliner nochmal verschärft. Denn die vorhandenen Anlaufstellen und Unterstützungsangebote, die sind in den Pandemiezeiten geschlossen worden, sie sind weggefallen, auch weil sie häufig von Älteren initiiert worden sind und betrieben werden. Dieses mehrfach abgehängt sein dieser Gruppe kommt aber jetzt erst langsam als gesellschaftliches Problem in unser Bewusstsein und da ist noch viel zu tun. Wie Ältere von Offlinern zu Onlinern werden, ist nämlich nicht überall schon ein Kapitel wert, sei es im Digitalpakt oder in der Initiative Digitale Bildung. Wir in der Körperstiftung meinen, das muss sich ändern und unsere Protagonistinnen des heutigen Abends ebenfalls. Wir in der Körperstiftung haben einen Schwerpunkt unserer Arbeit auf das Thema Digitalisierung und Alter gelegt. Und uns geht es dabei besonders um niedrigschwellige Angebote und den Brückenbau zwischen off und on. Und dieser Brückenbau fängt nach unseren Erfahrungen wirklich vor Ort an, mit wirklich ganz praktischen Erfahrungen, nämlich indem man wirklich merkt, was denn die digitale Technik für mich persönlich bringt. Ich muss erfahren, ja, das kann ich wirklich brauchen oder ach, das geht ja doch ganz einfach und das hilft mir und da muss noch viel passieren. Wir hatten uns vorgenommen, in diesen Tagen mit der Woche eingeloggt, zusammen mit vielen Kooperationspartnern hier in Hamburg einen solchen Brückenbau zu initiieren. In mittlerweile 10 Hamburger Stadtteilen wollten wir Workshops und Testmöglichkeiten anbieten, sodass man dann wirklich sich mal in eine Zoom-Konferenz einloggt oder wirklich ein Videotelefonat mit der alten Schulfreundin macht. Das muss man aber erfahren und den Nutzen erkennen. Und wir wollten darüber hinaus mit der Woche eingeloggt, die ab morgen beginnen sollte, in den Stadtteilen sichtbar machen, was es auch schon alles gibt, wo es die selbstorganisierten Internettreffs und Computerclubs gibt, die Ältere organisieren und die Älteren auch wieder den Weg in die digitale Welt ermöglichen. Wir wollten nicht unbedingt Neues schaffen, sondern vor allem sichtbar machen,
machen, was da ist und dass diese Angebote vernetzen. So, nun findet die Woche nicht statt. Die Situation ist gerade wieder so, dass wir uns nicht treffen können. Wir sind aber hoffnungsvoll, Ende August eingeloggt nachholen zu können. Merken Sie sich doch Ende August schon mal vor. Wenn es jetzt keine Realbegegnungen gibt, weder bei eingeloggt noch hier im Körperforum, dann haben wir dennoch die Chance, im digitalen Körperforum, wo Sie sich ja zugeschaltet haben, in das Thema einzutauchen und die aktuellen Entwicklungen zu beleuchten. Welche Auswirkungen hat denn nun die Corona-Pandemie auf die digitale Teilhabe Älterer? Wie wirken wir einer weiteren digitalen Spaltung entgegen? Unsere Expertinnen werden mit Zahlen und Fakten und ebenso mit vielen Praxisbeispielen Antworten geben und hoffentlich auch Sie dazu ermuntern, lebhaft in den Austausch mit uns zu gehen. Ich freue mich sehr, dass nicht nur diesen Austausch, sondern die gesamte Diskussion nun Johannes Büchs begleiten wird. Wir konnten ihn für dieses Thema begeistern. Johannes Büchs ist Journalist und moderiert wirklich für Jung und Alt. Von der Sendung mit der Maus bis zum Morgenmagazin der ARD. Ich glaube, das ist wirklich die Spannbreite des Lebens, die damit abgedeckt ist. Und er sagt, weder sollte man 0- bis 14-Jährige als homogene Gruppe betrachten, was in vielen Untersuchungen der Fall ist, noch sollte man alle über 60-Jährigen in einen Topf werfen. Ganz besonders, wenn es um Digitalisierung im Alter geht. Und darum geht es jetzt. So, Johannes, jetzt ist es für dich Zeit. Leg los. Vielen Dank. Ich wünsche uns einen schönen Abend. Liebe Susanne, vielen, vielen Dank für diese netten Worte, den Aufschlag und die Einleitung. Auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen. Dadurch, dass Sie hier teilnehmen, zeigen Sie ja schon, dass Sie fit sind, vielleicht viel fitter als die 9 Millionen, die Susanne eben in der Einleitung erwähnt hat. Wir werden Sie den ganzen Tag mitdenken. Die Menschen, die wir heute nicht erreichen, und vielleicht sind Sie ja auch, die jetzt zusehen, eine Brücke, die dafür sorgen, dass diese Aufzeichnung noch jemand sieht oder dass jemand initiiert, angestoßen, inspiriert wird, sich ein paar Schritte in die digitale Welt zu bewegen. Ich darf Ihnen sagen, ganz von vorne, auch wenn dieses Format ein so wenig persönliches ist, wir wollen versuchen, so viel wie möglich in den Austausch zu kommen. Deswegen notieren Sie sich doch gerne eine E-Mail-Adresse, mit der Sie sich beteiligen können. Die E-Mail-Adresse ist alter@körber mit OE geschrieben, -stiftung.de. alter@körber-stiftung.de. Und zu jedem Zeitpunkt heute Abend, also auch schon, wenn es am Anfang um die Daten und die Fakten geht, schreiben Sie gerne Ihren Kommentar oder Ihre Frage auf. Sie können auch von uns aus alle förmlichen Anreden weglassen, damit die E-Mail schnell rausgeht. Wir sind interessiert an dem, was Sie uns sagen möchten und versuchen es einzuweben in diese Veranstaltung. Ich werde also mal links und rechts nochmal auf die E-Mails gucken und versuchen, das, was Sie eben beitragen, mit einzuweben. Vielen Dank, wenn Sie sich beteiligen möchten. alter@körber-stiftung.de. Jetzt aber machen wir, wie so von Susanne angekündigt, erstmal den Daten-, Fakten-, Zahlenaufschlag. Dafür konnten wir gewinnen Annalena Hosenfeld. Annalena Hosenfeld ist die Geschäftsführerin der Initiative Digital für alle. Und vielleicht, Frau Hosenfeld, sagen Sie noch ein, zwei Worte zu sich und zu Ihrem Hintergrund, dass man verstehen kann, wo die Daten herkommen, die Sie gleich präsentieren. Ja, vielen Dank für die Einladung und für die Begrüßung. Herr Büchs hat das gerade schon angesprochen. Mein Name ist Annalena Hosenfeld. Ich bin Geschäftsführerin von Digital für alle und koordiniere die gleichnamige Initiative. Das ist ein Bündnis von 27 Organisationen aus Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft und der öffentlichen Hand. Und Ziel unseres breiten Bündnisses ist es, digitale Teilhabe deutschlandweit für alle zu fördern. Und hierzu hat unsere Initiative auch einen gemeinsamen Appell verfasst. Man sieht hier auf meiner Präsentation schon mal das breite Partnernetzwerk, wer alles in der Initiative mit dabei ist. 2019 wurde die Initiative ins Leben gerufen und letztes Jahr haben wir zum ersten Mal gemeinsam den bundesweiten Digitaltag organisiert. Das ist ein Aktionstag, um Digitalisierung für alle erlebbar zu machen.
Und der nächste Digitaltag, der findet am 18. Juni statt. Man kann noch eigene Aktionen anmelden. Also ich an der Stelle schon mal eine herzliche Einladung, beim Digitaltag dabei zu sein. Ich freue mich jetzt aber erstmal einen kurzen Impuls zum Digitalisierungsstand bei Seniorinnen und Senioren in der Pandemie zu geben. Ich beziehe mich da in meinen Ausführungen auf zwei repräsentative Befragungen des Digitalverbands Bitkom. Bitkom ist einer der Mitinitiatoren der Initiative und die erste Befragung, die wurde im Januar 2020 durchgeführt, also vor Beginn der Corona-Pandemie. Und die zweite Befragung stammt dann aus dem Juli 2020, also mitten in der Corona-Zeit. Befragt wurden da jeweils mehr als 1.000 Personen in Deutschland ab 25 Jahren. Also so viel schon mal zum Background. Man kann vielleicht gleich zu Beginn schon einmal vorab sagen, der große Corona-Digitalisierungsschub, der blieb bei älteren Menschen aus. Im Zuge der Corona-Pandemie haben sich aber viele ältere Menschen quasi mit der Digitalisierung beschäftigt und ihr Bild von der Digitalisierung hat sich gewandelt. Man sieht hier auf der Folie, dass das Vertrauen in digitale Technologien bei dieser Zielgruppe quasi während Corona gestiegen ist. Die Corona-Krise hat also eine Reihe zuvor skeptischer Seniorinnen und Senioren von der Digitalisierung überzeugt. Hier sieht man, dass 7 von 10 Senioren digitale Technologien eher positiv sehen. Und das ist ein Anstieg von 4 Prozentpunkten gegenüber dem Jahresanfang im letzten Jahr. Corona scheint ein digitales Mindset zu fördern. Also der Anteil derer, die zurückhaltend sind oder digitale Technologien komplett ablehnen, der ist zurückgegangen. So viel kann man hier auf diesen Folien schon einmal sehen. Ja, der Schritt ins digitale Neuland fällt Senioren aber immer noch schwer. Hier sieht man jetzt einmal den Anteil der älteren Internetnutzer, also diejenigen, die das Internet nutzen. Und der hat sich innerhalb des Zeitraums, der angeschaut wurde, während der Corona-Pandemie kaum verändert. Nach wie vor ist da jeder Zweite ab 65 online. Und die veränderten Einstellungen, die wir gerade gesehen haben hinsichtlich digitaler Technologien, die hatten also letztendlich keinen großen Effekt auf die bisherigen Nicht-Internetnutzer gehabt. Wichtig ist es an der Stelle einmal zu betonen, dass man Altersgruppen durchaus differenziert betrachten muss. Das sieht man hier, dass wenn man das weiter aufgliedert, also sich mal anschaut, wie ist es denn bei den 65- bis 69-Jährigen, dann sieht man, dass da die Internetnutzung durchaus höher ist. Und das nimmt dann eben ab, wenn man sich die höheren Altersgruppen dann weiter anschaut. Das ist bei weiteren Befragungen eben auch immer wichtig, ganz häufig. Das wird Frau Hirscher sicher nachher in der Diskussion auch noch einmal betonen, wird es häufig einfach gesagt, jeder über 65 und das ist die Altersgruppe. Aber da durchaus zeigt sich hier auch nochmal in der Befragung, dass es sich lohnt, einfach nochmal genauer dann eben auch Altersgruppen zu betrachten. So, dann gehen wir noch eine Folie weiter. Wir haben quasi in dieser Befragung auch dann nochmal geschaut, wie es um die Gerätenutzung in den Altersgruppen steht. Und hier wird quasi jetzt einmal gezeigt, die Bevölkerung über 65 und einmal eben unter 65. Ich sage dann aber auch nochmal, wo es durchaus zum Beispiel auch Unterschiede gab. Da hat jeder Zweite ab 65 angegeben, dass er zumindest hin und wieder ein Desktop-PC nutzt.
Da aber auch wieder quasi der Hinweis, wenn man genauer nochmal reinschaut, dann sieht man, dass es bei den 65- bis 69-Jährigen zum Beispiel 71% sind. Also da durchaus auch wieder höher, während es bei den 80 plus quasi in dieser Gruppe dann nur noch knapp 42% sind. Also da auch nochmal diese Spannbreite, die man hat. 2 von 5 nutzen den Laptop, also Laptop und stationärer PC, da auch wieder ganz vorne mit dabei. Ähnlich viele dann ein Smartphone, ein Smart TV haben wir dann bei 3 von 10, wo das zum Einsatz kommt. Und ein Viertel telefoniert noch mit einem gewöhnlichen Handy. Nicht verwunderlich ist dann der Vergleich zu der Bevölkerung unter 65. In den meisten Fällen liegt da die Gerätenutzung deutlich über den Werten der über 65-Jährigen. So viel an der Stelle erstmal zu der Gerätenutzung. Wir haben während der Corona-Pandemie auch gesehen, dass gerade für Senioren, die durch Covid-19 ja auch eine besonders gefährdete Gruppe sind, digitale Technologien da ganz entscheidend sein können, um Verbindung zu Familie und zu Freunden halten zu können. Da hat wirklich mehr als die Hälfte der älteren Onliner gesagt, das Internet hat ihnen geholfen, besser durch die Corona-Krise zu kommen. Also da auch wieder durchaus der positive Nutzen, der dann auch gesehen wird. Das Interesse quasi an digitalen Lösungen hat da durchaus zugenommen. Viele haben auch neue Dienste ausprobiert. Den größten Sprung, wenn man sich mal die Beliebtheit der Dienste anschaut, ist dann bei Videotelefonie tatsächlich zu sehen. 4 von 10 Onlinern ab 65 haben Videotelefonie dann mittlerweile genutzt. Wenn wir noch einmal auf die nächste Folie dann schauen, dann ist es so, dass viele Senioren in der Corona-Pandemie durchaus den ersten Schritt auch in die digitale Welt gegangen sind. Und wer einmal in die digitale Welt den Zugang dann auch geschafft hat, der möchte auf digitale Medien dann meist auch nicht mehr verzichten. Da haben 6 von 10 älteren Internetnutzern auch gesagt, dass sie sich ein Leben ohne Internet nicht mehr vorstellen können. Aber es ist natürlich auch so, dass es durchaus noch einen großen Teil an Nicht-Onlinern gibt, wie ich eingangs ja auch schon gezeigt habe. Und da hat sich die Befragung noch mal genauer angeguckt, was es für Hürden quasi dann für diese Nicht-Nutzung gibt. Und das ist ganz interessant, da mal drauf zu schauen, auf diese Frage, aus welchen Gründen nutzen Sie das Internet nicht? Und da ist es so, dass viele Nicht-Onliner den Nutzen am Internet vermissen, laut dieser Befragung. Jeder zweite von Ihnen meint, das brauche ich nicht. Ähnlich vielen fehlen auch technische Möglichkeiten für einen Internetzugang. Und 3 von 10 wollen sich im höheren Alter nicht mehr mit der Digitalwelt beschäftigen. Es ist aber durchaus so, dass man auch sehen kann, dass sich viele Nichtnutzer gerne mit dem Internet auseinandersetzen, auf das Internet zugreifen würden, dass sie aber niemanden haben, der ihnen das Internet zeigen könnte. Da sieht man hier, dass das 14% immerhin angeben. Also das ist auch einer der Gründe, die hier deutlich wird in dieser Befragung. Und da ist es natürlich schade, wenn grundsätzlich Interessierte der digitalen Welt fernbleiben, weil ihnen die passende Unterstützung fehlt. Und da ist es Aufgabe, auch der gesamten Gesellschaft, auch jene Menschen teilhaben zu lassen, die von alleine diesen Zugang zur digitalen Welt nicht finden. Was
Was kann man jetzt tun, damit Seniorinnen und Senioren diesen Zugang zur Digitalwelt bekommen? Das wurde in der Befragung auch thematisiert. Mit der Frage, welche der Aussagen quasi auf sie zutreffen. Und da sieht man, dass die Befragten sich vor allem von der Politik wünschen, dass es mehr Hilfsangebote gibt. Das sind 59%. Und der Aspekt der Sicherheit, der hier sehr häufig genannt wurde, dass das Internet insgesamt sicherer gemacht werden soll. Da sieht man auch quasi gewisse Vorbehalte vielleicht, die es an der Stelle gibt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass es gerade in ländlichen Gebieten schnelles und bezahlbares Internet geben sollte. Das wurde auch sehr, sehr häufig genannt. Und die Ausweitung von Angeboten der Telemedizin. Das ist auch ein ganz interessanter Punkt, den die Befragung gezeigt hat, dass es eben durchaus in dieser Gruppe eine sehr große Offenheit gegenüber digitaler Gesundheitslösungen auch gibt und da eben auch den Wunsch, diese sogar noch auszuweiten. Der 8. Altersbericht, zu dem Frau Enter sicher später auch noch etwas sagen wird, hat auch verdeutlicht, dass digitale Technologien das Leben älterer Menschen bereichern können. Aber gerade ältere Menschen brauchen Begleitung bei den ersten Schritten in die digitale Welt. Die Bereiche, in denen digitale Technologien unterstützen oder bereichernd sein können, sind zum Beispiel bei der sozialen Partizipation. Wir haben jetzt durch die Corona-Pandemie auch gesehen, dass digitale Teilhabe auch immer mehr eine Voraussetzung fast schon für gesellschaftliche Teilhabe wird. Und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, diesen Zugang auch zur Digitalwelt zu ermöglichen und auch weiter voranzutreiben. Einsamkeit kann so vermieden werden. Also ganz viele Bereiche, ich hatte eben gerade E-Health schon angesprochen, in denen eben durchaus auch sehr viele Chancen liegen der Digitalisierung. Ein Schlüssel hierzu ist dann zum Beispiel Digitalisierung erlebbar zu machen. Da gibt es ganz viele tolle Angebote, ganz viele tolle Projekte, die wir auch am Digitaltag sichtbar machen möchten. Da ist die Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenorganisationen ein wichtiger Partner der Initiative. Es gibt zum Beispiel viele Schulungen, sogenannte Silver-Server-Treffen, die gemacht werden, wie auch von dem Verein Wege aus der Einsamkeit, für den Frau Hirche ja auch dann im Panel mit dabei ist. Es gibt weitere interessante Hilfsangebote zur nachbarschaftlichen Vernetzung, wie zum Beispiel den Dorffunk, den es im ländlichen Raum gibt. Also hier auch wirklich zahlreiche Hilfsangebote, die es schon gibt und auf die es sich quasi lohnt, auch aufmerksam zu machen. Was da wichtig ist, auch beim Thema Hilfsangebote, was man hier auch in der Befragung gesehen hat, ist, dass es Erfahrungs- und Erprobungsräume gibt, in denen man mal neue Technologien ausprobieren kann, wo Medien niedrigschwellig gelernt werden können, wo man das Ganze mal anfassen kann, wo das einem näher kommt. Und die Initiative Digital für alle setzt sich auch dafür ein, dass es eben flächendeckend persönliche Begleitung von Menschen bei Digitalfragen gibt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, da auch einen Fokus noch mit drauf zu legen, gerade wenn man eben sieht, dass diese Hilfsangebote quasi sehr, sehr wichtig sind an dieser Stelle. Zum Schluss haben wir dann nochmal quasi in der Studie auch ganz allgemein gefragt, ob Digitalisierung eher als Chance oder als Gefahr gesehen wird. Und da haben 7 von 10 Senioren angegeben, dass sie Digitalisierung als Chance sehen. Und das ist ein Zuwachs von 5
Prozentpunkten im Vergleich zum Jahresanfang, wo diese Frage eben auch gestellt wurde. Auch hier hat die Corona-Krise also bewirkt, dass ältere Menschen ein positives Bild von der Digitalisierung haben. Der Vergleich dann auch, wenn man sich nochmal anschaut, wie das in der Bevölkerung unter 65 dann aussieht, zeigt aber, dass Seniorinnen und Senioren insgesamt doch skeptischer bei Digitalthemen zu sein scheinen. Und deshalb ist unser Fazit, was wir aus dieser Umfrage ziehen, dass man sehen kann, dass der Schritt ins digitale Neuland vielen Senioren immer noch schwer fällt, aber dass es genau deshalb einfach noch mehr Hilfsangebote braucht. Das ist so die zentrale, glaube ich, Aussage, die wir aus den Zahlen, die ich jetzt auch vorgestellt habe, ziehen können, das Gesamtbild, was sich daraus eben ergibt. Und ich glaube, auch mit dem Blick auf diese Hilfsangebote gibt es noch viele Einblicke, die wir dann gleich auch in der Diskussion noch weiter vertiefen können. Liebe Frau Rosenfeld, vielen, vielen Dank für diese erste Einführung. Sie haben manchen den Mund wässrig gemacht. Wir haben gleich 3 E-Mails erhalten zum selben Thema. Können wir die ganze Studie einsehen? Vielleicht können Sie was sagen zu der Quelle. Es ist ja, ich glaube, da unten haben wir angegeben, Bitkom Research, was Sie jetzt als Quelle benutzt haben. Genau, richtig. Bitkom, der Digitalverband, hat diese Studie durchgeführt, führt die in regelmäßigen Abständen durch, das letzte Mal eben im letzten Jahr. Und die Studie ist auf der Webseite auch des Bitkom, soweit ich weiß, verlinkt. Da sind auf jeden Fall auch die Ergebnisse nochmal zu finden. Ja, also vielen Dank für diesen Hinweis, da gab es viel Interesse. Dann vielleicht auch nochmal ein Wort zum Digitaltag, da gab es auch den Hinweis, oh, was genau hat der für ein Ziel? Genau, also beim Digitaltag geht es darum, Digitalisierung für alle erlebbar zu machen, Menschen rund um digitale Themen zusammenzubringen und das eben möglichst vor Ort. Das bedeutet, das ursprüngliche Konzept des Digitaltags ist, dass im ganzen Land an einem Tag sich alles um Digitalisierung dreht, es ganz viele Angebote gibt in den Kommunen, von Vereinen, von Unternehmen, die eben quasi Menschen mit digitalen Themen in Berührung bringen, wo man Fragen stellen kann, sich austauschen kann, neue Technologien ausprobieren kann und auch sieht, was es schon alles gibt, weil es gibt schon sehr viel, teilweise viele Dinge, die noch nicht auch dann in der Fläche bekannt sind. Das heißt, dass wir am Digitaltag, Aktionstag ist das quasi, ganz viele Angebote, Workshops, Seminare haben. Man kann da auf der Webseite digitaltag.eu mal schauen. Da gibt es eine Aktionslandkarte, was es da alles an Angeboten gibt. Letztes Jahr hatten wir über 1400 Aktionen, Corona-bedingt dann im digitalen Raum. Aber wir hoffen, dass wir da auch, wie gesagt, stärker dann in Zukunft in die Fläche gehen können. Und der findet jährlich statt, wird, wie gesagt, von den 27 Organisationen getragen, steht aber allen offen, damit zu wirken. Vielen Dank, Frau Rosenfeld. Ich habe noch eine Frage, da geht es um Zahlen und zwar hat eine Teilnehmende uns geschrieben und fragt nach den 9 Millionen, die Susanne ja auch in der Einleitung genannt hat. Die Fragende schreibt, ich war bei Update Deutschland am Wochenende dabei und da wurde von 30 Millionen Menschen gesprochen, 60 plus, die noch nicht verbunden sind. Welche Zahl stimmt? Da muss ich ganz ehrlich sagen, dadurch, dass es nicht unsere Zahlen sind, kann ich dazu gerade nichts sagen. Ich glaube, dass es tatsächlich drauf ankommt, dann auch welchen Bereich man sich eben anschaut, auch Altersbereich. Also, ja. Also erstmal vielen Dank für den Hinweis an die Schreibende und ich halte fest, es sind zu viele. Ja, das glaube ich. Ist ganz, ganz zutreffend. Frau Rosenfeld, vielen, vielen Dank für die Daten und Zahlen und auch vor allem für das schöne Zusammenstellen, Erklären und für die Aktualität. Gerade mit der Veränderung durch die letzten 12 Monate ist das noch mal ein Stück interessanter geworden. Ich würde Sie
so gerne einfach bei uns behalten. Vielleicht dürfen wir nachher nochmal auf Sie zurückgreifen, gerade wenn wir Fragen in diese Richtung haben und haben Sie im Hinterkopf gespeichert. Das wäre super. Ja, dann vielen Dank, wenn Sie bei uns bleiben. Und wir öffnen aber jetzt die Diskussionsrunde mit Cordula Enter und Dagmar Hirsch. Ich möchte Ihnen die beiden Damen gerne vorstellen. Wir haben mit Cordula Enter eine Psychologin gewonnen in dieser Runde. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Zentrum für Altersfragen und sie hat eine Vertretungsprofessur inne, und zwar an der Hochschule Zittau-Görlitz. Sie beschäftigt sich schon sehr lange mit Digitalisierung und älteren Menschen, hat zum Beispiel am achten Altersbericht der Bundesregierung mitgearbeitet und veröffentlicht gleich in den nächsten Wochen ihre Dissertation, noch in diesem Frühjahr, unter dem Titel Assistiert Altern im Springer VS Verlag, ist also bald auch käuflich zu erwerben. Frau Enter, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und schön, dass Sie hier sind. Danke. Außerdem möchte ich Ihnen vorstellen, unsere zweite Diskutantin, es ist Dagmar Hirche. Sie sagt, ich bin dynamische 64 Jahre alt und stehe zu meinem Alter. Sie ist Mitgründerin und Leiterin der Initiative Wege aus der Einsamkeit, schon im 14. Jahr aktiv, hat auch gerade ein Buch veröffentlicht im letzten Jahr, schon in der zweiten Auflage, weil es sich so gut verkauft. Das nennt sich Wir versilbern das Netz, das Mutmachbuch im Verlag KJM Hamburg, durch die zweite Auflage jetzt auch mit einem Corona-Update. Sie merken, wie aktuell wir sind. Und Frau Hirche ist seit vielen Jahren an dem Thema 65 plus und Teilhabe an der digitalen Welt dran. Sie sagt, ihr ist es sehr wichtig, dass das Image vom Altern positiver gestaltet wird. Wir sollten nicht so oft darüber sprechen und darüber nachdenken, vielleicht auch Menschen nicht darauf reduzieren, was sie nicht mehr können, sondern vielleicht eher, was sie uns noch geben können im Alter. Das wäre schon mal ein ganz großer Gewinn, wenn wir hier die Perspektive verändern. Herzlich willkommen auch an Sie, liebe Frau Hirsch. Ich freue mich. Jetzt schaue ich noch einmal ganz kurz in unseren Kanal Nummer 2, weil so viele Fragen kommen. Das ist vielleicht auch ganz wichtig, bevor wir uns jetzt auf die Zahlen, die Frau Rosenfeld vorgestellt hat, stürzen. Ein Zuschauer fragt, haben denn die Befragten spontan ohne Vorgabe geantwortet oder gab es eine vorformulierte Liste zum Ankreuzen, also Multiple Choice? Können Sie das beantworten, Frau Rosenfeld? Wissen Sie das? Das kommt tatsächlich auf die Fragestellung an. Soweit ich das weiß, waren zum Beispiel bei den Hürden durchaus auch Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Ja, ich denke, bei den hohen Prozentzahlen ist das wahrscheinlich und dann ist es auf jeden Fall auch so, dass eine Mehrfachnennung möglich war, sonst würden ja die Prozentzahlen nicht zustande kommen. Also genau, das war auch ist auch immer quasi in den Quellenangaben für die einzelnen Fragen notiert gewesen. Also da kann man sich das Datenmaterial dann auch nochmal anschauen. Ja, also Frau Rosenfeld, nochmal vielen Dank. Auch vielen Dank für Ihre guten Nachfragen aus dem Publikum. Das ist schön, dass das so schnell funktioniert. Ich versuche das, auch wenn es irgendwie geht, gleich einzubauen. Jetzt aber vielleicht zu Ihnen, Frau Hirche. Ich weiß, wie viel persönliche Erfahrung Sie mit Menschen haben, die schon viel Lebenserfahrung haben, die Sie ranführen möchten an die Digitalisierung, an bestimmte Dienste. Sagen Sie mal, mit wie vielen älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern haben Sie schon trainiert, dass sie ihre ersten Schritte gehen? Vor Corona haben wir in 7,5 Jahren über 7000 Menschen zwischen 65 und 95, das war unsere älteste Teilnehmerin, mit denen haben wir erste Schritte in die digitale Welt gewagt. Corona hat uns ja in die digitale Welt sozusagen getrieben, weil wir nicht mehr analog schulen konnten. Und wir feiern nämlich diese Woche Donnerstag unser einjähriges Zoom-Jubiläum. Dann haben wir 260 Zoom-Veranstaltungen mit über 8000 Senioren in diesem Jahr durchgeführt, wo wir auch weiterhin digitale Schulung machen. Wir nennen es ja nicht Schulung. Unsere Runden heißen ja Versilbererrunden. Herr Büchs, wie Sie sehen, wegen der grauen Haare. Wir vermeiden englische Begriffe. Wir sagen also nicht Silver Surfer, sondern wir sagen, wir versilbern das Netz und haben festgestellt, man kann auch alles digital machen.
sehr viel. Natürlich fehlt der persönliche Kontakt. Aber der Vorteil ist, wenn man es digital macht, dass wir plötzlich Menschen haben, die gar nicht in der Lage sind, zu uns zu kommen, weil sie vielleicht eine körperliche Einschränkung haben, weil sie in einem Ort leben, wo es gar keine Angebote gibt. Und da spielt die Digitalisierung plötzlich gar keine Rolle mehr. Da kann auch jemand, der im Bett pflegerisch zu pflegen ist, aber geistig topfit ist, kann trotzdem bei uns teilnehmen. Und das freut uns sehr. Und mir kann keiner mehr sagen, Menschen 65 plus, auch bis 95, sind nicht in der Lage, Zoom zu lernen. Das sehe ich heute ganz anders. Also erstmal meinen großen Respekt und Sie haben eine riesen Anerkennung verdient für diese vielen tausend Menschen, die Sie erreicht haben. Ich versuche jetzt mal, das Ziel unserer Veranstaltung so schnell wie möglich zu erreichen. Für mich ist die Leitfrage heute, von offline zu online, wie geht Digitalisierung im Alter? Bei den tausenden von Menschen, die Sie erreicht haben, müssen Sie das doch ganz leicht beantworten können. Wie geht's? Erstmal müssen wir sie erreichen und wir müssen sie da abholen, wo ihre Interessen liegen. Wir dürfen nicht sagen, heute schulen wir irgendwas und dann sitzen da 6 ältere Damen und Herren und die interessiert das gar nicht. Die interessiert, wie geht WhatsApp, wie kann ich Google Earth benutzen, wie kann ich einen digitalen Museumsbesuch machen. Das heißt, wir müssen auch weg bei den Offlinern zu sagen, wir schütten all unser Wissen auf die ab. Sondern wir müssen schauen, wenn da die Leute kommen und sagen, ich will das jetzt lernen, ich will mit diesem Ding, das heißt nämlich oft noch Ding, mit diesen Dingern will ich jetzt auch arbeiten, da muss man fragen, was interessiert Sie? Wo haben Sie dran Spaß? Und wenn der eine Bundesliga-Fan ist, dann fängt man mit dem an, die Bundesliga-App sich anzugucken. Habe ich eine Dame dabei, die sagt, ich kann gar nicht mehr die Museen besuchen, dann zeige ich ihr, wie sie virtuelle Museen besuchen kann. Das heißt, auch was mir ganz wichtig ist, wir müssen unsere Worte anders wählen. Wenn eine 80-Jährige noch nie in einem Workshop war und noch nie in einem Seminar, dann wird sie das mit 80 auch nicht machen. Bei uns heißt es weder Workshop noch Seminar, bei uns heißt es Gesprächsrunden. Auch wenn es kein Kaffee und Kuchen gibt, aber das hat so ein bisschen was von Kommunikation. Also nicht so, da muss jetzt alles gelernt werden. Und wir müssen den Spaß, ich finde immer, dass wir in Deutschland ganz viel verlernt haben, Spaß zu vermitteln und Spaß zu haben. Und bei uns ist das oberste Gebot, wir lachen extrem viel. Wir haben das perfekte Chaos und das auch noch mit extrem viel Spaß. Und trotzdem lernen die Menschen zwischen 65 und 95 den Umgang mit Smartphones. Und ich habe Teilnehmer, die kommen seit 7 Jahren immer wieder und eigentlich könnten sie mich schulen, aber die kommen, glaube ich, weil sie einfach Spaß am Miteinanderlernen haben. Frau Enter, als Psychologin haben Sie wahrscheinlich die ganze Zeit schon so Haken gemacht im Kopf. Ja. Es fällt uns Deutschen manchmal schwer, nicht erstmal einen Lehrplan aufzustellen, zu sagen, so, erste Stunde Tabellenkalkulation, zweite Stunde unterschiedliche Browser kennenlernen, dritte Stunde Textverarbeitung. Aber wenn ich Frau Hirsche richtig verstanden habe, wäre das genau der falsche Weg. Wir fangen also bei den Problemen an. Wie kann ich mit meinem Enkel in Australien chatten oder Videotelefonie durchführen? Oder wie kann ich möglichst schnell meine Bundesliga-Ergebnisse bekommen? Und Spaß war dabei und auch das Benennen von bestimmten Dingen vielleicht vermeiden. Wir nennen es Gesprächsrunde oder wir nennen es dann vielleicht auch nicht Browser-Einführung, sondern wie funktioniert das Ding, um Hemmschwellen abzuarbeiten. Jetzt aber ganz ehrlich, gab es bei Ihnen so mehrere grüne Haken, wo Sie gesagt haben, ja, das ist der Tool, so funktioniert es? Oder wie ist Ihre Einstellung? Ja, also als Gerontologin habe ich natürlich so ein paar Haken und ich habe auch Mehrfachnennungen, um auf Frau Hosenfeld nochmal zurückzukommen. Also ganz wichtig ist ja das, was Frau Hirsche schon angesprochen hat. Manchmal kommt diese Sache mit dem Internet wie so eine riesige Spaßbremse rüber. Das ist aber gar nicht das Interesse älterer Menschen. Und um mal jetzt auf meine Mehrfachnennungen zu kommen, erstens ist Altern eben sehr heterogen und divers. Ältere Menschen sind sehr interessiert und sie sind eben auch, das nennt man in der Psychologie Plastizität, also es gibt lebenslang die Möglichkeit zu lernen.
und Zugewinne. Also diese Vorstellung vom Altern als etwas Defizitäres ist eigentlich eine völlig überholte Vorstellung, die wir so gar nicht mehr auch sehen und erleben und in der sich ältere Menschen auch nicht mehr erkennen. Nur ist das mit dem Nutzen und den Problemen so eine Sache. Also wir haben das ja eben schon angesprochen, ältere Menschen wollen einen Nutzen erkennen. Nun verraten ja aber diese Geräte nicht ihren Nutzen. Die liegen da, sind meistens der Display dunkel. Also wie komme ich jetzt an diese Nutzenerfahrung? Und dafür brauche ich eben diese Erfahrungsräume, in denen ich selbst erlebe, wie ich digitale Technik nutzen kann und vor allem mich auch selbst als kompetent in dieser Nutzung erleben kann. Das stärkt ganz stark dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit. Ich kann das, ich mache auch nichts kaputt, ich finde mich auch immer wieder zurück und ich habe Spaß dabei. Und ein Schlüssel dazu ist eben, dass im besten Fall, dass andere ältere Menschen, ältere Offliner sozusagen unterstützen. Also die Onliner, die Älteren, unterstützen die OfflinerInnen. Also Peer-to-Peer-Angebote, in denen diese Hemmschwelle, die manchmal zwischen Jung und Alt besteht, weil jemand, was vielleicht auch Scham hat, zu sagen, ich kann das nicht, ich habe es schon wieder vergessen, letzte Woche hast du mir das erklärt, aber diese Woche weiß ich schon wieder nicht, wie ich diesen Videoanruf mache bei WhatsApp, dass man die in einem vertrauensvollen Setting diskutieren kann, Fragen stellen kann und sich dabei wohlfühlt, also sicher fühlt. Und diese Orte, Frau Hosenfeld hat es schon gesagt, die sind noch nicht so flächendeckend vorhanden. Ja. Das ist natürlich problematisch. Das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, den würde ich gerne überprüfen mit der Erfahrung von Frau Hirche. Frau Enter sagte ja gerade, wenn das die Peer Group ist, wenn das auf Augenhöhe ist, jemand, der es vielleicht sich selber erst angeeignet hat von einem Jahr oder zwei, ist es was anderes, als wenn es der Sohnemann, die Tochter oder sogar der Enkel erklärt? Ist das auch Ihre Erfahrung, Frau Hirche? Also erstmal ist es ja so, dass die Menschen zwischen 65 und 100, die nicht digital sind, sind oft die einzigen in der Familie, die das nicht können. Damit haben sie schon mal das Gefühl, ich bin überhaupt die Einzige, die das nicht kann. Kommen die jetzt in eine Gruppe, wo 7 ältere Menschen sitzen, die das auch nicht alle können und genau dieselben Fragen stellen, haben die schon mal das Gefühl in der Gruppe, ich bin ja gar nicht die Einzige. So, das geht schon mal los. Dann muss ich Ihnen sagen, ich liebe meine Mutter abgöttisch. Sie lebt auch noch und auch mein Vater. Ich bin aber die schlechteste Lehrerin für meine Mutter und für meinen Vater. Warum? Weil wir haben natürlich 64 Jahre Mutter- und Tochterkonflikte ausgetragen, was ja nie an der Liebe irgendwas tut, aber die sind da. Das heißt, ich denke immer, meine Mutter müsste das alles können und eine Frau, die ich nicht kenne, bei der habe ich Geduld ohne Ende. Das merken wir ganz oft, dass oft nicht die Kinder die idealen Schulungspartner sind. Das muss man einfach sagen. Ich würde Frau Enter etwas widersprechen, weil auch junge Leute können älteren Menschen es super beibringen, wenn wir sie befähigen, in einer anderen Sprache zu sprechen. Frau Enter hat jetzt eine ganze Menge englische Begriffe genannt. Da weiß ich, meine Zuhörer, die dabei sind, werden wieder sagen, da haben wir wieder 7 englische Begriffe gehabt, die wir gar nicht verstehen. Das heißt, wir müssen, wenn wir mit Senioren sprechen, immer auch die englischen Begriffe erklären. Da frage ich Sie mal, Herr Büchs, wie erklären Sie einen Browser? Da habe ich mir lange Gedanken drum gemacht. Ja, sagen Sie es mir. Bis ich gesagt habe, ich erkläre einen Browser. Ein Browser ist der Taxifahrer im Internet. Einem Taxifahrer sage ich, ich will zur Straße X und einem Browser sage ich, ich möchte gerne zur Körperstiftung oder auf die Seite der ARD. Und der Browser bringt mich dann im Internet wie ein Taxifahrer dorthin. Eine App ist wie ein Blinker im Auto. Habe ich keinen Blinker, kann ich nicht blinken. Habe ich keine App, Telefon-App, kann ich nicht telefonieren. Also ich gehe weg, da mögen IT-Leute die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ich gehe aber weg von der fachlichen Erklärung und versuche das so zu erklären, dass Menschen, die damit nicht groß geworden sind,
einen Bezug dazu bekommen. Ein Android und ein iOS, das sind für mich Motoren, Automotoren. Ich habe einen Diesel und ich habe einen Benziner. Und so kann ich das auf meinem Smartphone machen. Also Frau Hirche, vielen Dank für den Einblick, mit welchen ausgefuchsten Metaphern Sie arbeiten in Ihren pädagogischen Konzepten. Wenn Sie uns einen Gefallen tun, versuchen Sie vielleicht nochmal den Bügel ein ganz klein bisschen nach unten zu nehmen. Ich hatte so ein paar Atemgeräusche. Nee, ich meinte den Mikrofonbügel, genau, dass man Sie noch besser versteht. Und Frau Enter hat so zustimmend genickt. Ich weiß, das war noch die Erzählung von der eigenen Tochter oder Mutter-Tochter-Beziehung. Vielleicht können wir das also schon mal festhalten. Wir klammern aus, wenn es bestimmte Rollenverhältnisse schon gibt, dann muss das nicht unbedingt erleichtern, es jemand anderem beizubringen, wobei ich mir sicher bin, es gibt auch ganz gute Beispiele. Ich konnte zum Beispiel meiner Mutter auch die DB Navigator-App gut erklären, wobei da auch eben am Anfang dieses Bedürfnis war von meiner Mutter, ich will da nicht auf diese Anzeigentafeln warten, da steht das sowieso nicht immer richtig drauf, das suche ich mir auch schon auf dem Weg zum Bahnhof raus, wann dann meine nächste S-Bahn geht. Und wenn es dieses Bedürfnis gibt und man weiß, da gibt es etwas, was mir hilft, dann ja, dann ist vielleicht auch der Wille zum Lernen da. Aber das Wissen, also wir hatten vorher über 50%, ich brauche das nicht, hatte Frau Hosenfeld nochmal gezeigt. Ich weiß ja gar nicht, für was. Wie schaffen wir es, Frau Enter, Menschen vielleicht auch den Mund wässrig zu machen, dass sie da eine Information bekommen, dass sie einen Anschluss bekommen, dass sie einen Einblick bekommen, dass sie sich tiefer informieren können, dass sie Bilder angucken können, die sie sonst nirgendwo bekommen. Also das sind ja Dinge, da muss man Leuten erstmal Lust machen. Ich hatte, wenn ich das noch vielleicht sagen darf, ich hatte vor ein paar Tagen eine Straßenbahnfahrt durch das Vorkriegs-Leipzig. Frühe 30er Jahre hat jemand mit einem Algorithmus nachkoloriert, Schwarz-Weiß-Bilder, die jetzt farbig waren. Es ist nichts anderes als nur eine Kamera, die über eine Stunde diese Straßenbahnfahrt abfilmt. Ich bin mir sicher, alte Leipziger werden, da wird denen da, also es war für mich schon interessant, so eine Stadt ohne Graffiti zu sehen, aber denen wäre das Herz hochgegangen. Wie schaffen wir es, Leute Lust zu machen auf etwas, was sie ja gar nicht wissen, dass es da ist? Woher sollen sie es auch wissen, Frau Enter? Haben Sie eine Antwort? Ja, eine Antwort habe ich jetzt schon, aber ich glaube, wir brauchen ganz viele, weil das einfach so eine sehr diverse Zielgruppe ist. Und ich glaube, wir haben jetzt ja viel, also ich hole jetzt einmal kurz aus. Und vorher möchte ich aber ganz kurz noch die Lanze für die Enkelkinder brechen, weil wir jetzt nur über Mütter und Töchter und Väter und Söhne gesprochen haben. Ganz, ganz hilfreich sind wirklich Enkelkinder. Die sind auch belegt in der Forschung für ganz viele andere Sachen hilfreich, weil die eben nicht diese Konflikte haben. Was aber nicht heißen soll, dass Oma oder Opa immer nur dieses ausgelagerte Enkelhandy bekommen. Die sollten schon auch ordentliche Technik haben, weil sonst klappt es nämlich eben auch nicht mit dem Spaß. Aber Enkelkinder können eben da nochmal ganz anders irgendwie auch Input geben. Also da schließe ich mich Frau Höche dann doch an, dass vielleicht muss man so eine Generation mal rausnehmen. Aber wie kriegt man jetzt ältere Menschen dazu, Lust auf was zu bekommen, was sie gar noch nicht kennen? Wir hatten ja vorhin dieses Thema, haben wir jetzt diesen Digitalisierungsschub oder haben wir ihn nicht? Und die Forschung ist sich da auch noch nicht so ganz einig. Also ich kenne auch Daten, die sagen, ja, wir finden den gar nicht. Ältere Menschen vertrauen einfach weiter in ihre klassischen Medien. Und das sind dann eben auch Rundfunk, Fernsehen und Printmedien, also Zeitungen regional, überregional. Und das können ja aber wiederum Orte sein, die Lust auf digitale Technologien machen. Also ich kann ja auch mal ein Probeabo meiner Sonntagszeitung einfach auch auf meinem Tablet lesen. Ich kann nach dem Hörfunkbeitrag nochmal auf der Webseite des Radiosenders surfen, finde dann Podcasts etc. Aber das sind alles Dinge natürlich, die brauchen eigentlich, die gehen davon aus, dass ich das intrinsisch, also von mir aus motiviert mache. Und da komme ich dann aber wieder an die Hemmschwellen, dann klappt was nicht, ich fühle mich überfordert. Da braucht es ein aufmerksames Netz. Also Personen, die nicht müde werden anzusprechen, hast du das schon mal ausprobiert, hast du da Lust drauf, wie wäre es denn damit? Und das muss nicht immer die Familie sein, das können Freunde sein, das kann aber auch der Hausarzt sein oder die Apothekerin, das können Ansprechpartner, professionelle Akteure der Altenhilfe oder der offenen Altenarbeit sein, in Seniorennetzwerken oder in Seniorencafés etc. Und
da kommen wir jetzt quasi auf eine Zielgruppe. Wir reden jetzt immer darüber, dass die Älteren online gehen müssen. Tja, aber wie sieht es denn aus bei denjenigen, die quasi im Netz um die Älteren herum sind? Also Sozialarbeiter, der ganze Bereich der alten, offenen Altenarbeit, Quartiersmanager etc. Also auch da brauchen wir eine Offenheit gegenüber digitalen Möglichkeiten, weil das sind eigentlich unsere Brückenbauer. Wenn die informiert sind und begeistert sind, dann erreichen die nochmal anders ältere Menschen, als wir das tun. WissenschaftlerInnen sind ja jetzt auch nicht so gerühmt dafür, dass sie jetzt so die Offensivsten wären. Wir geben uns aber große Mühe. Und das sind tatsächlich auch Akteure, die auch Probleme haben, den Weg ins Netz zu finden und die häufig aber sozusagen gar nicht auf der Agenda sind. Und das ist dann schwierig. Jetzt haben Sie die sozialen Stellen genannt. Wir hatten über Familie gesprochen. Enkel zum Beispiel. Und wir hatten über Zivilgesellschaft gesprochen. Da hatten wir die tollen Beispiele von Ihnen, Frau Hirche, mit Ihrem Verein Wege aus der Einsamkeit. Aber was ist mit den staatlichen Stellen? Also welche Verantwortung hat eine Kommune zum Beispiel, Frau Hirche? Also die staatlichen Stellen, da bin ich einfach, da fordere ich, dass wir ein Gesetz oder eine Verpflichtung haben, in jeder Wohnung, wo ein Mensch lebt, in einem Wohnraum, ob in einer Wohnung oder in einem Altenheim, völlig egal, ob in einem Pflegeheim, in einem Mutter-Kind-Heim, was es auch immer gibt, und auch zu Hause muss es eine Grundausstattung mit WLAN geben, weil wir sonst ein Riesenproblem haben mit finanzieller Ausgrenzung, dass die Menschen, die sich das nicht leisten können, und auch frage ich mich, wenn ich noch nicht mal weiß, was mir das bringt, warum soll ich mir das dann anschaffen? Das heißt, dass wir die Möglichkeiten der Teilhabe ermöglichen, und zwar auch den Menschen, die kein Geld haben. Wir haben eine große Altersarmut. Wir sagen, wir wollen die mit in die digitale Welt haben. Die können sich aber kein WLAN leisten. Das heißt, da müssen wir unbedingt politisch aktiv werden, dass es eine Grundausstattung mit WLAN gibt. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Sie sind ja Journalist. Jetzt gehe ich mal auf Sie los. Warum gibt es in den öffentlich-rechtlichen Sendern nicht einen Sender, wo es digitale Bildung gibt? Denn die Menschen, die offline sind, gucken Fernsehen. Und wenn die jetzt wissen, da gibt es auch ein viertes Programm, da kann ich anklicken und ich spinne jetzt mal und da sitzt eine Frau Hirche, die macht von 13 bis 16 Uhr, zeigt sie, wie so ein Smartphone bedient. Und das zeigt sie jede Woche wieder von neuem, sodass immer wieder geübt werden kann. Und dann kommt die Maus für die Kinder oder für Jugendliche und erklärt digitale Bildung für die Altersgruppe. Das heißt, ich möchte auch die Öffentlich-Rechtlichen mit in die Verpflichtung nehmen, in die Verantwortung, sich dieses Themas zu stellen. Also Frau Hirsch, ich notiere schon mal, Sie bewerben sich. Beim nächsten Intendantengespräch werde ich das aufnehmen. Vielen Dank. Also Kommune, also Politik, Medien. Frau Enter, eine Zielgruppe, die Frau Hirsche angesprochen hat, die halte ich für besonders interessant. Frau Hirsche sagte, wir haben einen großen Teil auch von Menschen, die im Alter unter schwierigen Bedingungen leben, Altersarmut. Ich glaube, dass wir generell, wenn wir über digitale Teilhabe sprechen, wir ein Problem haben, wenn wir Menschen erreichen wollen in unserer Gesellschaft, unabhängig vom Alter, die wenig Geld zur Verfügung haben. Aber wenn ich jetzt Soziologin oder Soziologe wäre, dann würde ich wahrscheinlich so ein Raster machen und ganz oben rechts bei den allerschlimmsten Voraussetzungen wäre es dann nicht aufgewachsen mit der Technologie, deswegen lange keinen nativen Zugang dazu gab, plus Altersarmut, also plus Armut. Das sind die allerschwierigst zu erreichen. Und wahrscheinlich auch das waren die 13% von Frau Hosenfeld, die auch gesagt haben, mir ist zu teuer. Also wie kommt man denn an diejenigen ran? Ja, heute lernen wir auch noch so viel über die Bilder, die wir von Wissenschaft im Kopf haben. Ich habe jetzt schon ein paar von Ihren entdeckt, Herr Büchs. Ich packe in das obere rechte Feld auch noch Geschlecht, Migrationserfahrung und Bildung. Und wir sehen einfach, wenn wir uns mit Digitalisierung, mit der Frage digitaler Spaltung beschäftigen,
dann verstärkt, kann Digitalisierung soziale Ungleichheit verstärken. Es ist eigentlich gar nicht so, dass wir eine digitale Spaltung haben. Wir haben eine soziale Spaltung und durch die Digitalisierung wird die soziale Spaltung einfach noch verstärkt. Das heißt, diejenigen, die offline sind, also die sich, wir haben ja jetzt viel über Dienste, Apps, Möglichkeiten im digitalen Raum gesprochen, aber das Basal dafür ist eben der Internetzugang und ein Endgerät. Und wenn ich mir das nicht leisten kann, gut, dann kann ich quasi gar nicht teilhaben, dann ist mir dieser Raum verschlossen. Jetzt gibt es die Forderung, wie sie auch die BAGSO vertritt, im Digitalpakt Alter und auch der 8. Altersbericht, es muss ein Grundrecht auf Internet geben, unabhängig eben von Einkommen. Und das halte ich für essentiell, sonst können wir eigentlich diese ganze Debatte uns auch sparen. Und dazu braucht es eben einer Bereitschaft, die eben auch bei Menschen, die sich das nicht leisten können, über die Sozialhilfe oder die Sozialversicherungsleistung gehen und sagen, okay, dann gibt es andere alternative Finanzierungsmöglichkeiten. Denn ich habe ja eben schon die Punkte erwähnt, es ist momentan tatsächlich noch so, dass die Älteren diese Zahl, die da im Raum steht, der OfflinerInnen, die sind tatsächlich häufig weiblich, mit einer geringen Bildung, einem geringen Einkommen. Dann gibt es noch diesen weiteren Faktor, regionale Unterschiede. Und das macht quasi ein Raster auf, wo man sagt, okay, da muss man auch wirklich mal genauer hinschauen. Da kann ich nicht mit so einer Gießkanne kommen, sondern da brauche ich auch differenziertere Lösungen, die diese Akteure ansprechen, denn die werden ja immer gern gelabelt als schwer erreichbare. Das ist ja schon mal quasi wirklich ein Label, ja, weil schwer erreichbar ist, sind sie ja nur für uns. Das ist ja nichts, was sie sich selber quasi aufs T-Shirt schreiben würden. Mhm. Und da gibt es aber immer, also meiner Meinung nach, noch zu wenig Angebote, um diese Zielgruppen wirklich zu adressieren. Ich hatte ja vorhin schon so viele Gruppen angesprochen, ja, aber da gehört auch der Gemüsehändler mit rein, der Handwerker, der Hausmeister, wir haben die Kommune angesprochen, wir brauchen die Wohnungswirtschaft, die muss damit ins Boot geholt werden und wir brauchen mehr digitale Angebote im öffentlichen Raum, Bibliotheken, Museen, Marktplätze, wo es einfach freies WLAN gibt, damit ich unabhängig eines kostenpflichtigen Anbieters mir diesen Raum erschließen kann. Also ich bin mir sicher, dass der ein oder andere jetzt denkt, ja gut, das wäre in so einer Wünsch-dir-was-Welt natürlich möglich, weil wenn ich das jetzt ausrechne, was das alles kostet, dann sind das ja Unsummen, die die Gesellschaft da tragen müsste. In diesen Zeiten, wo so viele Milliarden für alles Mögliche locker gemacht werden, ist vielleicht die Frage gar nicht mehr so schlimm. Aber man könnte ja, Frau Hirsch, auch von der anderen Seite anfangen. Man könnte ja auch sagen, da steckt ja ein unglaubliches Potenzial, auch zu sparen. Wenn wir die 33% nehmen, die Frau Hosenfeld vorhin nannte, die sich die Telemedizin so auf die Fahnen schreiben, sagen, das könnte ein Zugang sein. Wie viel Geld kann man sparen, wenn wir Telemedizin-Sprechstunden anbieten, vielleicht auch auf dem platten Land, das sind dann auch diejenigen, die ich besonders gut erreiche. Also ist das nicht ein Herangehen, wo ich sage, na hey, liebe Krankenkassen, vielleicht wollt ihr die 5 Euro im Monat bezahlen, um die es geht, weil ihr habt am Ende viel, viel Geld gespart, das kann die Taxifahrt nämlich zum Arzt sein, wir sparen uns vielleicht die Ansteckung im Wartezimmer, wir sparen uns auch die Hemmschwelle zum Arzt zu gehen, weil man schneller mal nachfragen kann. Also da ist doch auch ein Riesenpotenzial, um Geld für die Gesellschaft auch zu sparen. Wie sehen Sie das? Das sehe ich 100%ig so und ich gehe sogar noch weiter. Menschen wollen ja so lange wie möglich selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden leben. Wir haben ja noch gar nicht über KI, künstliche Intelligenz oder Smart Home, technische Assistenz in den Wohnungen gesprochen, die aber alle digital sind, die aber dann diese Menschen wieder nicht nutzen können. Und damit wäre dann der Schritt, in ein Altenheim zu gehen, viel schneller gegeben. Und genau das, was Sie gesagt haben, Herr Büchs, wenn ich auf dem Land bin, ich habe keinen Landarzt mehr, ich habe keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr. Ich kann mich aber digital mit meinem Arzt in Verbindung setzen, ist das natürlich eine ganz andere Herangehensweise. Das ist ja auch die Forderung, habe ich ja nur 3 Themen genannt, aber wir müssen über die Wirtschaft sprechen. Wenn die Wirtschaft digitale Produkte anbietet, hat die Wirtschaft
die Pflicht, digitale Bildung anzubieten. Wenn die Banken Online-Banking anbieten, haben die Banken die Pflicht, Schulung für Online-Banking zu machen. Wenn die Behörden Online-Dinge anbieten, muss es in jedem Ortsamt, in jedem Rathaus einen Raum geben, wo steht digitale Sprechstunde. Hier schulen wir Sie, wie Sie die digitalen Angebote bei uns durchführen können. Und das könnte ich durchgängig machen. Und dann hätten wir nämlich schon viele Räume, so wie Frau Entert auch gesagt hat, ob es der Gemüsemann ist, wer auch immer. Wir haben dann viele Punkte, wo es im Grunde Schulungsangebote gibt. Und wenn ich den ersten Schritt gemacht habe und gelernt habe, vielleicht Online-Banking, vielleicht Telemedizin, vielleicht Bundesliga, aber alles, was ich mache, ist dann ja der Schritt in die digitale Welt. Und dann kann ich sie mir nach und nach erobern. Mhm. Frau Enter, wie wichtig ist, dass wir diese Herausforderung als eine begreifen, die einmalig ist oder die zumindest besonders ist in der Menschheitsgeschichte? Weil erstens werden wir immer älter und zweitens gab es wahrscheinlich in derselben Zeit noch nie einen solch schnellen Wandel an Technologie, dass in allen Generationen vor uns kaum jemand ein Verständnis haben würde für die Herausforderung. Schließlich war noch vor 100 oder vor 150 Jahren das Leben zwischen 60, 80 und 100, wenn man 100 werden konnte, wahrscheinlich so viel ähnlicher, dass wir uns heute wundern würden, mit wie viel Veränderungen wir jedes Jahr oder alle 2 Jahre konfrontiert sind. Das ist auf Neudeutsch outstanding, oder? Über was wir sprechen. Oh, ich warte schon auf die Historikerfrage, die uns dann über den Chat erreicht. Also da muss man ja immer so ein bisschen vorsichtig sein. Aber ja, es sieht so aus, als hätten wir mit der, es wird ja auch oft digitale Revolution genannt, jetzt eine Transformation unserer Gesellschaft, die auch so nicht mehr umkehrbar ist. Und da ist es eben ganz wichtig, dass wir in eine andere Form des Diskutierens und des Diskurses über die Digitalisierung kommen. Denn was wir immer oft sehen, ist sowas, oh, es ist schon da, alles, ja, Smartphones und jetzt ist auch schon KI und Robotik ist auch schon da und wir sind immer noch viel zu langsam, wir sind immer noch offline oder denken darüber nach, wie können wir es gestalten, umsetzen. Wir müssen in so einen aktiveren Diskurs darüber kommen. Und dieser aktivere Diskurs muss auch Gestaltungspotenziale, partizipative Momente haben, wo Gesellschaft mitmachen kann. Und dafür, und auch dafür braucht es eben die Räume. Frau Hirche hat es eben schon angesprochen. Ja, Digitalisierung war ja primär eine wirtschaftliche Entwicklung, die dann oder primär eine technische, die sich dann wirtschaftlich quasi in die Breite gebracht hat und jetzt zivilgesellschaftlich wirkt. Und da wieder auch zurückzugehen und zu sagen, okay, welche Verantwortung haben denn dann Unternehmen? Welche Verantwortung haben Hersteller? Wie können wir das sicher gestalten? Was brauchen wir da für Zertifizierungen, für Gütekriterien? Wie muss Verbraucherschutz, Datenschutz gestaltet sein? Das sollten alles auch Themen sein, an denen Gesellschaft teilhat, mitdiskutiert und gestalten kann. Und da komme ich, also ein ganz wichtiges Thema, wenn es eben um Technik für Alte geht, und ich würde gerne über Smart Homes diskutieren und über technische Assistenzsysteme. Ja, die können die Selbstständigkeit älterer Menschen erhöhen. Es fehlen zwar noch wirklich die valide Zahlen, dass sie einen Heimumzug vermeiden, aber in Österreich, da gibt es Studien, die das bereits zeigen. Und wenn wir uns ansehen, wie die Zahl älterer Menschen in Zukunft steigen wird, wie hoch der Pflegebedarf ist. Gleichzeitig haben wir eine immer stärkere Ambulantisierung der Pflege, also Pflege zu Hause. Der pflegende Angehörige wird es so in der Stärke, die wir jetzt noch haben, was ja ein großes Glück ist, nicht mehr geben. Das heißt, irgendwann kommen wir um diese ganzen Technologien nicht mehr drum rum. Und dann sollten sie aber so gestaltet sein, dass sie nicht immer vom Problem ausgehen. Also Technik hat oft die Idee, da gibt es ein Problem
Und dafür entwickle ich jetzt eine Technik und dann löst die Technik das Problem. Und das ist ja nicht oft das, was die Lebenswelt älterer Menschen sozusagen ausmacht, also so eine Problemorientierung, sondern eher auch so eine, wo kann ich an Dinge anschließen, die ältere Menschen beispielsweise schon entwickelt haben, um mit dem Altern umzugehen. Also wie kompliziert, also für uns kompliziert, aber für eine ältere Person extrem effizient geht eine Person die Treppe hoch, um weiterhin in ihrer Wohnung im dritten Stock wohnen zu können. Ja, wie kann ich also da beispielsweise technisch unterstützen? Das Badezimmer als Gesundheitsstandort ist auch ein ganz wichtiges Thema. Und wenn es um die Finanzierung geht, was wir auch vorhin hatten, all diese Kosten werden ja weniger, wenn wir sozusagen, also das schöne Wort der Skalierbarkeit, ja, wenn also immer mehr Menschen diese Technologie nutzen, dann werden sie auch erschwinglicher. Aber dazu braucht es eben auch die Möglichkeiten und auch so manche Hürde muss genommen werden. Ich weiß, wir sind nicht bei Wünsch dir was, aber man kann es ja mal probieren, ne? Ja, und ich stelle mir das ganz bildlich vor, wenn ich vorher mit einer Lupe oder mit einem Glas gelesen habe, dann geht das auch mit einer App auf dem Handy, die vielleicht noch eine größere Vergrößerung hinbekommt oder der Beschleunigungssensor im Smartphone registriert, wenn ich auf der Treppe stürze und ich hatte vorher vielleicht so einen Knopf, den ich drücken kann und jetzt habe ich dadurch einen Emergency Call, der mich direkt verbindet mit einer Hotline. Also das ist ja alles denkbar, wenn man anknüpft an Dinge, die man heute schon benutzt, um vielleicht länger noch in den eigenen vier Wänden bleiben zu können. Und wenn wir da nur einen Monat oder zwei oder drei dranhängen, dann haben wir also richtig viel Geld zur Verfügung, sodass das Geld nachher kein Argument mehr sein darf, finde ich. Ich möchte jetzt unbedingt, weil ich kriege dauernd hier eine Benachrichtigung wegen unserer tollen Zuschauerinnen und Zuschauer, unbedingt unsere Runde öffnen zu den ganz vielen Fragen, die jetzt uns erreichen. Jana Bayer zum Beispiel schreibt, wie möchte man Menschen, insbesondere die alten Menschen, vor Kriminalität im Internet schützen? Diese Menschen schulen, also Schulen wissen Sie ja schon, da hatten wir schon was gesagt, Frau Bayer, ja, also das ist der falsche Begriff, aber wir wissen, was die meinen. Dass sie die Möglichkeit des Internets nutzen können, ist gut und wichtig, aber die Gefahren sind eben auch sehr groß. Gibt es da Hilfsangebote und Projekte? Frau Hirschi, fällt Ihnen was ein? Wie gehen wir damit um, dass wir ja da auch Menschen in einen Raum geben, der auch gefährlich sein kann? Also wir fangen ja bei Digitaleinsteigern erstmal an, auf sichere Seiten zu gehen. Das heißt, ich warne immer gerne davor, nicht gleich die Gießkanne und mach mal alles und dann auf Seiten gehen, wo viele Werbebanner laufen, wo man aus Versehen irgendwo draufklicken kann. Und da muss ich jetzt mal die öffentlich-rechtlichen Seiten nehmen, die schule ich immer und sage, wenn Sie das Internet erkunden wollen, erkunden Sie es bei ZDF, ARD, bei den öffentlich-rechtlichen, da laufen keine Werbebanner, da kann man kein Abo abschließen. Jemanden, der Digitaleinsteiger ist, sofort mit den ganzen Gefahren. Und das kann passieren und das kann passieren. Da sage ich immer, das ist so, dann müsste ich auch jemanden zu Hause einschließen und sagen, du darfst nicht auf die Straße, weil auch auf der Straße kann demjenigen was passieren. Wir machen so, je mehr wir schulen, umso mehr kommt die Sicherheit dabei. Das heißt, gucken Sie sich mal E-Mail-Adressen von älteren Menschen an. Die heißen Edeltraut Meier 1932. Das ist das Erste, was ich mit solch einer Teilnehmerin schule, dass sie eine zweite E-Mail-Adresse bekommt, wo sie Rumpelstilzchen 6688 heißt. Weil wenn sie dann eine E-Mail-Adresse verschickt, weiß niemand, dass es sich um eine ältere Person handelt. Viele Ältere haben nie gelernt, mit Alibi-Namen zu arbeiten, was für uns selbstverständlich ist, wo wir sagen, da gebe ich eben mal Rumpelstilzchen ein, das würde eine ältere Dame einfach von ihrer Erziehung, von ihrer Bildung nie tun. Und das schulen wir nach und nach. Aber wir fangen nicht bei Digitaleinsteigern mit all den Gefahren ein, weil dann würde der Digitaleinsteiger sofort auf den Absatz kehrt machen und gehen. Also vielen Dank für diese ganz konkrete Antwort, das Hineinfaden in die Sicherheit. Je mehr Sie lernen, desto leichter sind auch diese Themen.
vermittelbar. Ich habe noch eine Frage, und zwar von Carmen Ripper. Sie schreibt, wie kann ich die Leute schulen, wenn sie noch nicht mal ihr Handy bedienen können, wenn sie noch nicht mal eine E-Mail-Adresse haben? Wie kann ich da die Hemmschwelle abbauen? Also versuchen wir mal, den allerersten Schritt zu gehen. Frau Hirche, ganz am Anfang, wie kriegen wir die? Also wir bekommen sie, wir haben ja vor 7,5 Jahren angefangen und haben dann gesagt, das 1x1 der Tablet und Smartphones, und haben Menschen eingeladen, die nicht mal ein eigenes Smartphone hatten. Das hat das Hamburger Abendblatt, hat darüber berichtet in einem Vierzeiler, und 700 Senioren haben bei uns angerufen. Ui. Und haben gesagt, das wollen wir jetzt machen, weil das brauchen wir. Ich weiß ja gar nicht, was diese Dinger alle können. Oder ich habe hier eins in der Schublade liegen, hat mir meine Tochter geschenkt, kann ich nichts mit anfangen. Das heißt, die kommen zu uns, und dann, wenn sie kein eigenes Gerät haben, wir haben bei 7 Leuten, wir haben maximal 7 Leute beim 1x1, 7 Leute, 7 Smartphones, die wir haben. Die geben wir an die Senioren. Und dann erklären wir erstmal alle Knöpfe. Und wir erklären Worte, was ich vorhin schon erklärt habe. Betriebssystem, was ist ein Provider, was ist ein Browser, also was ist ein WLAN? Für uns, wir sprechen immer über WLAN. Das ist etwas, wer nicht in der digitalen Welt ist, der weiß gar nicht, was WLAN bedeutet, hört es aber dauernd. Und jetzt hört er sogar auch noch Wi-Fi oder Wi-Fi, nochmal ein ganz anderes Wort, weiß gar nicht, dass das ein und dasselbe ist. Das heißt, wir versuchen wirklich so niedrigschwellig wie irgendwie, das wir üben, anzumachen. Dann ist es so, wenn, das wissen auch viele nicht, wenn sie sich ein neues Smartphone kaufen, ist die Grundeinstellung, dass es nach 30 Sekunden in den Ruhemodus geht. Das macht ein Anfänger wahnsinnig. Der guckt auf sein Smartphone, denkt nach, und schwupps wird schwarz. Wie kriege ich jetzt das Schwarze wieder zum Leben? Das heißt, die drehen sich ganz oft im Kreis. Und das haben wir gemacht. Wir schulen Anfänger wirklich. Auch, dass ich dann immer sage, so ein Smartphone ist keine manuelle Schreibmaschine. Da kann man nicht so drauf rumhämmern, weil dann passiert was anderes. Und dann machen wir auch bewusst Fehler. Wir lassen Fehler zu. Und was ganz wichtig ist, Herr Büchs, wenn Sie bei mir schulen würden, würde ich Sie einschätzen, dass Sie eher mal sagen, komm, ich zeige Ihnen das mal auf dem Smartphone. Auf dem Smartphone hat niemand anders was zu suchen als der Senior, weil nur durchs eigene Lernen können die lernen, wie es funktioniert. Also Frau Hirche, mit diesen ganz plastischen Schilderungen bin ich mir sicher, dass Frau Ripper Sie bald anrufen wird und fragen, ob sie vielleicht sich mit Ihnen verbinden darf. Sie stehen auch zur Verfügung. Ich glaube, Sie können gar nicht anders, oder? Wir haben natürlich auch einen Videokanal. Wir versuchen sehr viele Erklärvideos auf YouTube zu stellen, damit man sich, da wissen wir, da gibt es Senioren, die sagen, ich habe mir 20 Mal dieses Erklärvideo angeguckt. Das Schöne ist, das sagt nie, Mann, Frau Meier, jetzt gucken Sie sich das zum 10. Mal an. Haben Sie es immer noch nicht verstanden? Sie kann sich das auch 30 Mal angucken. Und wir müssen Wiederholung machen. Da gebe ich Frau Enter auch hundertprozentig recht. Wir müssen Räume schaffen, wo immer wieder geübt werden kann, wo Technik gezeigt werden kann, wo Hürden übersprungen werden dürfen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, und jetzt komme ich mal von der anderen Seite, wir müssen älteren Menschen sagen, in der heutigen Zeit ist lebenslanges Lernen leider ein Muss. Und das war nicht immer so in der Vergangenheit. Aber die digitale Welt zwingt ältere Menschen zum lebenslangen Lernen. Ich muss noch über ein Thema sprechen, was eine Zuschauerin aufwirft. Das ist Frau Worch. Sie schreibt, die Erreichbarkeit altersarmer Menschen ist auch sehr gering, weil diese Menschen sich allein schon aus Scham isolieren. Insofern brauchen sie eigentlich auch die starren Behörden, die als Stellen, wo sich wirtschaftliche Bedürftigkeit als erstes manifestiert, um zu erfahren, ob da ein Bedarf besteht. Wir wissen ja auch, manche altersarme Menschen gehen gar nicht zu den Behörden, fallen da gar nicht auf. Das Wort Scham aber möchte ich nochmal thematisieren. Also es ist ja
nicht nur das Geld, was vielleicht fehlt, sondern es ist auch diese Unwissenheit. Ach, da, ich bin die, Sie hatten vorhin gesagt, ich bin die Einzige in der Familie, die das nicht kann. Jetzt habe ich das erste Mal 6 andere um mich herum, die können es auch nicht und fühle mich nicht mehr alleine. Aber wie können wir diese Scham abbauen? Frau Enter, haben Sie da noch einen Hinweis, über den wir vielleicht noch nicht gesprochen haben, um von offline zu online zu kommen? Ja, intergenerationelle Scham. Also einfach die Offenheit zu haben, sind ja nicht immer nur ältere Menschen. Auch ich, also zum Beispiel gibt es ja immer gerne diese Forderung, Ältere sollen digital souverän werden. Ich bin auch nicht digital souverän. Ich verstehe auch manche Begriffe nicht. Ich komme auch mit manchen Menüführungen nicht zurecht. Und darüber auch, also dieses vorhin war so das Stichwort, auch Fehler machen dürfen. Ja, auch zu sagen, ich krieg's nicht hin, hilf mir mal bitte. Das sind leider auch Dinge, die wir uns gesellschaftlich ja wenig trauen, unabhängig von unserem Alter, weil wir Angst haben, damit ausgeschlossen zu werden. Und wenn es da eine höhere, einfach von allen Altersgruppen eine Bereitschaft gibt zu sagen, ich kann auch mal was nicht, ich brauche auch mal Hilfe und gleichzeitig vielleicht auch mal die es passiert, dass jemand Älteres einem Hilfe leisten, Hilfestellung geben kann und sagt, ach, guck mal hier, das kann ich jetzt aber. Ja, also das sind ja Momente, wo was passiert. Aber dass Personen, die quasi schon prekär, sich in prekären Situationen befinden, Scham haben, Hilfeangebote aufzusuchen, macht es eben noch schwerer. Aber da sehe ich eben beispielsweise die soziale Altenarbeit im Sozialraum. Das ist so eine, also es braucht niedrigschwellige, nahräumliche Angebote und auch Personen, die ich ansprechen kann, die mir schon vertraut sind, die ich aus anderen Kontexten kenne. Nicht jetzt der Digitalbotschafter, den ich noch nie kennengelernt habe, sondern einfach die Frau vom Pflegestützpunkt oder von der AWO, die ich schon ein bisschen länger kenne und die mir dann mal sagt, so hier, ich habe hier mal so einen Antrag für Sie, schauen Sie mal, ist das was? Aber habe ich nicht vielleicht genau die Scham vor Menschen, die ich kenne und zu denen ich schon eine tiefe Beziehung habe? Vielleicht frage ich den Bufti im Altersheim viel lieber als eben die eigene Tochter, vor der ich mich nicht blamieren möchte. Ja, Familienmitglieder würde ich da jetzt auch mal ausklammern, wobei, also die sollten natürlich auch sensibel dafür sein. Ich glaube, es gibt nicht die Variante, sondern es muss verschiedene Varianten geben, die dann eben für die Person, so wie sie ist, passt. Und dann muss eben auch mal ein bisschen hartnäckig geblieben werden, ja, und sagen, hier, ne, ich hatte es dir ja schon mal gesagt, probier's doch mal oder hast du mal, aber ich will jetzt hier nicht sagen, wir müssen, weil es gibt ja schnell immer diese, ne, dann haben wir so einen Paternalismus auf ältere Menschen, was völlig falsch wäre. Ja, das ist ja eine sehr erfahrene, für sich selbst bestimmende Altersgruppe, die auch ihren Respekt verdient. Und auf gar keinen Fall soll hier so ein Bild entstehen, dass Ältere müssen. Ja, lebenslanges Lernen ist wichtig und wir werden nicht drum herum kommen, dass immer mehr analoge Angebote in den digitalen Raum verlagert werden. Aber es ist auch unsere Pflicht als solidarische Gesellschaft, dann eben älteren Menschen darin zu helfen, wenn sie weiterhin analoge Angebote nutzen wollen. Ja, und das hat natürlich auch was mit Geld zu tun. Und da reden wir dann über Daseinsvorsorge. Das sind ja Dinge, die man immer gerne so ein bisschen unter den Tisch fallen lässt, die es aber ja, schwer machen, wenn sie da unter dem Tisch bleiben. Ich weiß, jetzt Frau Höchel, es kommt das Kontra. Ich würde gerne noch auf ein paar Fragen zu antworten, wenn es in Ordnung ist. Karin Kräuter schreibt zum Beispiel, der Fokus ihrer Diskussion ist leider auf die Offliner gerichtet, die keine digitalen Geräte besitzen und keine digitalen Fähigkeiten haben. Das Problem ist aber strukturell tiefer. Der Stempel Digital Native spaltet die Generationen. Unternehmen sanieren sich aktuell, indem sie die Babyboomer-Generation in Altersteilzeit schicken. Und die Arbeitsagentur grenzt Arbeitslose über 58 Jahre aus der Arbeitslosenstatistik aus. Diese strukturellen Ausgrenzungen spiegeln sich in der Kommunikation der sozialen Medien und den Mustern der künstlichen Intelligenz wieder. Das sollte ein wichtiger Aspekt aller Studien zum Thema sein. Also erstmal vielen Dank, Frau Kräuter, dass Sie uns nochmal auf eine Ebene höher
hiefen. Wer möchte darauf antworten? Ich hätte auch eine Idee, dass lange die Werbewirtschaft dachte, ab 49 sind die Leute nicht mehr interessant, weil sie da schon wissen, welche Marken sie kaufen. Und später kam raus, das meiste Geld haben aber die Silberrücken. Aber vielleicht hatten Sie noch eine ganz andere Idee, Frau Hirche, Frau Enter. Da kann ich wenig zu sagen. Also ich gebe der Schreiberin völlig recht. Es geht nicht an, dass wir hier eine Altersdiskriminierung machen. Und das ist eine reine Altersdiskriminierung, die stattfindet. Aber ich habe eben mein Wissen auf die Menschen 65 plus zielgerichtet. Ich wollte gerade fokussieren sagen, da hätte ich mich jetzt selber erwischt, einen englischen Begriff zu nennen. Also ich habe mich darauf spezialisiert, sehe aber das Problem und kann die Wirtschaft auch nicht verstehen, dass sie Menschen ziehen lassen mit den Erfahrungen, die sie haben und sich nicht Gedanken machen, generationsübergreifende Arbeitssysteme bei sich zu installieren. Aber da bin ich nicht die Fachfrau für. Also, ja, ich würde mal eine Antwort versuchen, ob sie die Zuschauerin jetzt da zufriedenstellt, weiß ich nicht genau, aber vielleicht gibt es ja Hoffnung. Also wir haben Digitalisierung ja in verschiedenen Bereichen, wir haben jetzt viel über ältere Menschen diskutiert, aber Digitalisierung in der Arbeitswelt ist natürlich auch ein großes Thema, wo jetzt einfach zum Beispiel diese Themen nochmal zusammenfallen, ältere ArbeitnehmerInnen, Digitalisierung in den unterschiedlichen Berufsfeldern, da ist auch viel Anforderungen, die auch als Überforderung wahrgenommen wird. Und da braucht es eben auch all diese Schulungsangebote. Das wäre auch ein Thema für Krankenkassen, in der ganze Bereich der Prävention, also digitale Kompetenzen, damit meine KrankenkassennehmerInnen möglichst lange im Beruf bleiben, keine psychischen Belastungen erfahren, nicht frühzeitig ausscheiden. Darüber haben, ja, heute Abend nicht, aber vielleicht bei einer anderen Veranstaltung. Und wenn es um das Thema KI geht und das große Thema der Altersdiskriminierung, ja, KI lernt immer noch über das, was wir ihr sozusagen an Daten bereitstellen. Und wenn ältere Menschen sozusagen unterrepräsentiert sind in diesen Daten, dann bleiben sie auch in den Lernzyklen und im maschinellen Lernen dieser ganzen Technologien unterrepräsentiert. Und ich glaube, dass mein Plädoyer, dass eben Technikentwicklung ganz anders gedacht werden muss und auch Wissenschaft integrativer gestaltet werden muss. Wir als Gerontologinnen zum Beispiel verfügen ja über eben jenes Fachwissen über ältere Menschen, was uns zum Beispiel auch auszeichnet, um Altersdiskriminierung zu vermeiden. Wir entwickeln jetzt aber nur in selteneren Fällen mit Robotik, ja, oder schreiben an einem Code. Und da braucht es mehr Offenheit zu integrativen Studien, zu interdisziplinärem Arbeiten. Und da ist, glaube ich, die Wissenschaft auch gefordert und letzten Endes auch der Bund mit entsprechenden Förderprogrammen. Wir haben noch eine E-Mail erhalten und die finde ich so schön, weil sie fordert uns jetzt heraus, kreativ zu werden. Und zwar Simone de Vries schreibt, in unserer Kirchengemeinde wollen wir ein neues Angebot fürs Einüben in die digitale Welt schaffen. Wie könnte so ein Treff heißen oder so ein Treffen heißen? Wir dachten an Mediencafé, aber ist der Begriff vielleicht schon zu technisch? Was würde Frau Hirche raten? Ich fand Ihren Hinweis auf fröhliche deutsche Worte sehr hilfreich. Wow, ich bin jetzt nicht die Kreativste. Oh, schon gar nicht spontan. Aber würde ich das nennen? Es soll ja in einem, das ist ein Kirchenkreis. Die Kirchengemeinde, ja. Das die Kirchengemeinde. Ja. Ja. Ich habe schon einen Vorschlag. Sie können sagen, ob der gut ist oder schlecht. Ja, das mache ich. Was kann das Ding? Was kann das Ding? So haben Sie es doch vorgelegt. Was kann das Ding? Ja, wissen Sie, was wir machen, Frau Hirche? Man muss den Ball einfach abgeben, ja? Wir fragen jetzt unsere Zuschauer, wenn sie eine gute Idee haben, eine richtig gute Idee für diesen Treffen der Kirchengemeinde, dann schreiben Sie uns eine E-Mail. Ich gucke gleich nochmal nach zum Schluss und dann werden wir Ihre Vorschläge prämieren. Ja? Oder Frau Enter, Frau Hosenfeld, haben Sie für uns eine super Idee, eine tolle Eingebung? Für erste Schritte in die digitale Welt, das darf es nicht sein, ja? Was ich mit dem Smartphone alles kann.
Also Sie machen sich die Gedanken, wir prämieren nachher die besten Ideen und da werden wir Ihnen helfen können, Frau de Vries. So, jetzt gucke ich, es sind noch so viele andere Meldungen, ich gucke noch mal schnell. Jana Kästner, wie gelingt es, dass Seniorinnen überhaupt zur Gesprächsrunde, bei der es um Computer- oder Smartphone-Nutzung geht, kommen? Wie wird dies ausgeschrieben? Guter Punkt. Wie erreiche ich die, die so schwer zu erreichen sind? Frau Hirche, Sie haben gesagt, 700 haben sich gemeldet, aber ganz viele melden sich auch nicht. Kommen Sie an die ran? Wir lieben die Wochenblätter. Die Wochenblätter, das sind die Blätter, die in Hamburg, in Berlin, in vielen anderen Städten auch kostenfrei in die Haushalte gebracht werden. Und ich kenne ganz viele ältere Damen und Herren, die das von A bis Z durchlesen und sich die interessanten Dinge ausschneiden und an den Kühlschrank pinnen. Ich kriege noch heute Anrufe aus Berlin, wo mich Senioren, also ältere Menschen anrufen, eine 80-Jährige erst letzte Woche, Frau Hirche, ich habe hier immer noch Ihren Artikel vom Berliner Kurier. Und ich so, waren wir jetzt im Berliner Kurier? Nein, sagt sie, von vor 3 Jahren. Und jetzt habe ich mich getraut, Sie anzurufen. Das heißt, darüber und nochmal mein Appell auch an die Öffentlich-Rechtlichen. Wenn die dritten Programme über sowas berichten, dann sind bei uns sind ganze Tore offen und da kommen so viele auf uns zu und sagen, können wir das machen. Aber darüber wird viel zu wenig berichtet. Das ist unser großes Problem, dass wir zu wenig, und das gilt nicht für uns in Hamburg, sondern in ganz Deutschland, dass viel zu wenig über solche Angebote berichtet wird. Denn wir können googeln. Aber ein nicht digitaler Mensch, der muss die Zeitung nehmen. Und wenn in der Zeitung nichts darüber steht und er nicht zufällig über einen Flyer fällt, wie soll der wissen, wie wir ihn erreichen? Und ich halte hier die Fahne für die Wochenblätter hoch, weil die haben viel Information im Stadtteil, weil es ist wichtig, dass die Angebote aus den Stadtteilen, nämlich aus der Nachbarschaft, wie auch mittlerweile viele Quartiere, haben Quartiersmanagement, haben Quartiersangebote mit tollen Angeboten, nur das weiß keiner. Wir haben das große Problem, dass das, was angeboten wird, nicht dazukommt, weil die Presse und das Fernsehen nicht die Aufgabe wahrnimmt, die Bürger darüber zu informieren. Also die Lanze ist gebrochen für die Wochenblätter, tolle Antwort. Vielleicht der Schaukasten bei der Kirchengemeinde, vielleicht müsste man einen Flyer den Lieferanten von Essen auf Rädern mitgeben, dass wir die erreichen, die wir wollen, oder der Einwurf im Briefkasten. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich gucke noch mal weiter, was uns erreicht hat bisher. Mein Name ist Heike Sümer. Ich leite seit 12 Monaten ein geschlossenes Mehrgenerationenhaus im ländlichen Raum. Wir erreichen mit unseren neuen virtuellen Angeboten zur Teilhabe nur die Onliner. Hat Frau Jöche Tipps, die man trotz Pandemie umsetzen kann, jetzt Offliner zu erreichen? Also die Wochenblätter haben wir ja eben schon genannt. Ich hätte noch eine Frage, könnten nicht die ersten Schritte gegangen sind, andere nachziehen? Ist das eine Idee? Also bring a friend, würde man auf Neudeutsch sagen. Herr Büchs, tolle Idee im analogen Leben. Wir leben aber gerade in einer Pandemie und das macht es so schwierig. Die Leiterin und Leiterin eines Altenheims. Also ich weiß nicht, wer könnte noch inspirieren? Das sind jetzt nicht gerade meine digitalen Botschafter, weil da ist die Digitalisierung ja noch weit entfernt bei vielen. Es gibt einige Leuchtturmprojekte. Aber auch hier haben wir es wieder geschafft. Das Fernsehen hat ganz am Anfang über unsere Zoom-Veranstaltung berichtet, der NDR. Ich glaube, gleich in der ersten Woche waren die bei uns. Da haben dann ganz viele Menschen bei uns angerufen und haben gesagt, oh, das würden wir auch so gerne machen. Wir wissen aber gar nicht, wie. Und dann habe ich mit denen 1:1 Schulung am Telefon gemacht. Toll. Ein irrer Aufwand,
muss man sagen. Also ob ich das nochmal in meinem Leben wiederhole, was ich da gemacht habe, weiß ich nicht. Aber es hat sich gelohnt. Und immer noch rufen mich Senioren aus ganz Deutschland an und sagen, wir haben das tolle Programm gesehen, jetzt will ich es doch machen, weil die Pandemie doch noch länger dauert. Und dann gehe ich mit denen Schritt für Schritt das Smartphone durch am Telefon. Und durch meine lange Erfahrung mit so vielen Senioren weiß ich auch, wenn der zu mir sagt, nee, Frau Hirche, das geht nicht, dann sage ich, nee, Sie haben nicht oben rechts den Knopf gedrückt, sondern unten links. Und dann passiert das, was Sie mir jetzt gerade beschrieben haben. Das heißt, wir machen 1:1 Schulung am Telefon. Also, vielen, vielen Dank, Frau Hirche. Wir kommen auf die Zielgerade. Dafür checke ich jetzt nochmal die Mailbox. Ich habe hier, ich habe sogar schon eine Reaktion auf die Herausforderung Namen finden für die Kirchengruppe. Und hier kommt der Vorschlag, sind sogar 3 Vorschläge von Eva Nemela. Klickcafé, 1. Nummer 2, Inter-Net zusammen. Inter-Net zusammen. Und der 3. Vorschlag ist glücklich online treffen. Auch gut. Also Frau Hirche, Sie kennen, Frau Enter, Sie kennen die Zielgruppe. Internet zusammen, glücklich online treffen. Was sagen Sie? Mir gefällt ja Klickcafé am besten. Also Klickcafé ist schon mal ein Punkt, Frau Hirche. Aber ich glaube, das Internet zusammen, oder? Mir gefällt eher dieses nett, aber noch besser finde ich eigentlich glücklich. Glücklich online. Ja, glücklich online. Guck nochmal, das war es doch, ne? Glücklich online treffen. Also, Frau Nemela, Sie kriegen auf jeden Fall schon mal eine Riesenanerkennung, dass Sie uns gleich 3 Vorschläge geschickt haben und auch so schnell reagiert haben. Das gefällt uns sehr. An dieser Stelle müssen wir vielleicht nochmal einen kleinen Tipp geben, vielleicht auch Richtung öffentlich-rechtliches Fernsehen. Wir wissen, Frau Hirche, morgen rocken Sie das ZDF. Vielleicht sollten wir diesen kleinen Hinweis geben, wer morgen das ZDF einschaltet. 20.15 Uhr, rund um ein Jahr Pandemie. Da sind wir beim ZDF und unsere Sitztanz-Zoom-Versilberer-Runde wird live dazugeschaltet. Also einfach, das soll ein Ansporn für andere sein, kreativ in dieser Zeit was anzubieten. Mir ist in Deutschland, fehlt mir die Kreativität in der Pandemie zum Thema Alter, Digitalisierung. Die sollen nicht alle zu uns kommen. Wir sind schon gut besetzt. Warum trauen sich nicht andere? Es gibt in Hamburg das Mehrgenerationshaus Bildstedt. Die bieten jetzt gerade digitale Schachveranstaltung an. Das heißt, das sind Veranstaltungen, wo ich einfach sage, da passiert was, da kommen vielleicht erst 5, die 5 sagen es 5 weiteren und plötzlich sind 10 Leute dabei. Ein Appell an alle Seniorenvertretungen, sie müssen nicht perfekt sein, aber sie müssen loslegen, sie müssen digitale Angebote machen und die müssen nicht perfekt sein. Bei uns ist nichts perfekt, bei uns ist das Chaos, das können wir perfekt, da sind wir wirklich perfekt drin. Ich glaube, lassen Sie mich eine kleine Ergänzung für die schon Bestehenden. Das klingt immer so, als ob wir nicht genug Angebote hätten. Ich glaube, das ist gar nicht der Fall. Es gibt sehr viele Angebote. Nur dieses Wissen über diese Angebote, das fehlt eigentlich. Und es fehlt irgendwie ein Zugang, wie so eine Art Handbuch oder ein Informationsblatt, sowas wie früher das Telefonbuch, dass ich gelbe Seiten nachschlagen kann. Es gibt viele Anbieter, die mit Landkarten arbeiten, aber das ist alles online. Die Stiftung Digitale Chancen, das BMFSFJ hat die digitalen Engel, es gibt den Digitalkompass, das sind alles Angebote, aber dafür Wissen zu schaffen. Und da sind eben wieder diese Brückenpersonen ganz wichtig, die sozusagen sich informieren und dieses Wissen dann weitergeben. Und ich glaube, ja, früher gab es den Videotext, Herr Büchs, vielleicht gibt es auch sowas mal, ja, dass man über solche klassischen Zugänge, über diese Initiativen informiert und dann eben auch die finanziert, und zwar langfristig. Also ich hoffe, ich verspreche nicht zu viel, Frau Enter, Frau Hirche, wenn ich sage, dass Sie ansprechbar sind, wenn Leute sich genau auf diesen Weg machen und sagen, ich möchte
als Multiplikatorin, als Multiplikator dafür sorgen, dass Menschen diesen Weg finden in die digitale Welt. Wenn ich jetzt an unsere eine Zuschauerin denke, Frau Ripper, dann würde ich sagen, schreiben Sie Frau Hirche möglichst noch morgen vor 20.15 Uhr, wenn sie erstmal zur besten Sendezeit beim ZDF war, dann hat sie eine volle Mailbox, da bin ich mir ganz sicher und kann nicht mehr so schnell antworten. Ich möchte mich bei Ihnen allen, auch explizit nochmal bei Ihnen, liebe Frau Hosenfeld, bedanken für die Bereicherung und für die Zahlen, für die guten Gedanken, für die Diskussion, für das lebendige Sprechen über dieses schwierige Thema, das auch mit viel Scham verbunden ist. Das hatten wir auch thematisiert. Und das vielleicht ganz oft, da nehme ich uns jetzt eben auch nicht aus als Journalisten, an verschiedener Stelle leider nicht oft genug auf dem Tableau ist. Deswegen ein herzliches Dankeschön Ihnen allen. Vielen Dank für die tollen Fragen an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, sei er analog oder digital. Und auf dass wir uns möglichst bald wiedersehen. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss. Hat euch das Video gefallen? Dann abonniert unseren Kanal, um kein Video zu verpassen. Schaut gern auch in unserer Mediathek vorbei auf körber-stiftung.de/mediathek und folgt uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Danke fürs Zuschauen und bis bald.